Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun hier. Noch ist nicht Zeit für Blood and Wine. Noch haben wir ein, zwei Heart of Stone Missionen, die ich jetzt noch erledigen will. Eigentlich könnte man das ganze Spiel noch komplettieren, ne? Aber da müssen wir Idolem fragen, was der dazu sagt. Ist ja gesponsert von ihm, diese Let's Play-Reihe. Präsentiert von Idolem. Nur noch eine tatsächlich. Ach was, ich dachte, es waren noch zwei. Aber vielleicht irgendwie... Ja, dann, hey, machen wir noch Schwerthunger und Niedertracht. Finde das versunkene Schiff mit Hilfe deines Hexersinns. Schauen wir mal auf die Weltkarte. Wo? Wie? Wo? Wann? Was? Warum? Wer? Und wann vor allem? Man kann zu Booten... Nee, warte mal. Wenn man im Boot sitzt, kann man zu Häfen schnell reisen. Aber man kann nicht unbedingt auch gleich zu Booten reisen, oder? Keine Ahnung, plötzlich reiten wir erstmal aus der Stadt zum nächsten Schnellreiseding. Mit unserem neuen Stahlschwert dürften wir menschliche Gegner jetzt quasi noch so viel effizienter kaputt hauen können. Und mit unserer neuen Rüstung sind wir noch unsterblicher, als wir das eh schon waren. Na, so unsterblich waren wir gar nicht. Hochlevelige Gegner können uns durchaus Schaden machen. So überheblich brauche ich gar nicht sein. Aber... ja... hier gerade so in dem Gebiet brauchen wir keine Angst haben, glaube ich. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Ja. Schade, geht nicht. Dann reisen wir hier hin und hüpfen einfach irgendwo ins Wasser. Munition ändert die Wirkungsweise bestimmter Zeichen. Hä? Mutation? Ja, das macht mehr Sinn. Pass doch auf. Düt. Hochgeschwindigkeitshexer. Was soll das? Gonna go fast. Ich meine, wir sind jetzt blau gekleidet. Und ihr Söhnchen handelt mit Christoph. Seit Sega wissen wir, dass blau Geschwindigkeit bedeutet. Oh oh, jetzt sind wir tot. Nein, wir haben überlebt. Oh mein Gott, aber wirklich nur so knapp, Geralt. Was ist denn eigentlich los mit dir? Dein Fallschaden ist wirklich... es ist einfach lächerlich. Du hältst gar nichts aus. Ah, oh, der kotzt mich an, ey. Dieser Hexer. Kein bisschen, ich meine wirklich die Höhe jetzt. Also wirklich, wirklich. Warum? Warum? Warum ist so ein Stürzchen tödlich für ihn? Kein anderer Videospielheld im ganzen Universum hält so wenig Fallschaden aus wie Geralt. Das ist wirklich ungewöhnlich, ne? Das erlebt man schon selten. Glück gehabt. Na gut, Geralt, jetzt müssen wir echt weit schwimmen. Ich hoffe, du hast deine Badehose eingepackt. Ich glaube, so weit ist es gar nicht, ne? Ist das schon die richtige Insel etwa? Oder ist eher das eher die dahinter? Naja, dann doch ein Stückchen. Hey, aber das ist eine Schatzküste. Na, dann sind wir da mal kurz an Land. Ich meine, zum Glück ist er eh ein Turboschwimmer. Wir haben gerade alles verkauft, jetzt können wir wieder ordentlich looten. Jetzt kann ich auch die nutzlosen Sachen wieder mitnehmen, die wir dann nirgends an den Mann kriegen, weil die keiner haben will. Perfekt. Oh oh, Ertrunkene. Zum Glück wird aus irgendeinem Grund ja unsere Armbrust unter Wasser zur absoluten Einschuss-Kill-Mörder-Toll-Irrwaffe. Das ist schon nützlich. Ist das schon das Schiff, das ich mit meinem Hexersinn suchen soll? Ja, tatsächlich. Ah,
Au. Ich kann gerade irgendwie nicht schießen. Ich glaube, ich habe vergessen, wie es funktioniert. Ist egal, Geralt. Schwimmen wir einfach wieder raus hier aus dem Wasser. Ich habe irgendwie tatsächlich entweder keine Bolzen ausgerüstet oder was ist denn los? Habe ich meine Armbrust verkauft? Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich sie wieder ausgestattet. Das war komisch. Die war gerade nicht unten drin. Naja, egal. Okay. Haben wir ein paar Runen und ähnliches gefunden? Warum nicht? Die Mission ist auf jeden Fall abgeschlossen, so oder so. Ach ja, stimmt. Ich hatte ja noch eigentlich die Trophäe, die hätte man schnell abgeben können, aber jetzt ist es auch schon egal und zu spät und alles aus. Dann ist das jetzt unser nächstes Ziel. Ich glaube, vielleicht macht es Sinn, aber jetzt schwimmen wir einfach mal los. Dass wir erstmal zu dem Boot schwimmen, das ihr auf dem Weg liegt. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil wir von Ertrunkenen verfolgt werden. Aber hey, Geralt schwimmt sogar schneller als die Ertrunkenen, die im Wasser leben und eigentlich... Aber gut, wir sind halt ein Hexer. Wir haben halt eine Schnellschwimmmutation bestimmt. Dann fahren wir zum Bötchen die restliche Strecke. Dann sind wir 0, nix da. Und dann geht's auch schon los. Mir wäre es ja doch am liebsten gewesen, muss ich zugeben, wenn wir mit Blood and Wine in einer ganz neuen Folge gestartet wären. Aber dann würde die Folge heute zu kurz werden. Das geht natürlich auch nicht. Außer man macht dafür die nächste länger. Naja, aber das ist jetzt zu kurz. Das ist zu kurz. Das wird dann so eine Halb-Halb-Folge leider. Schön, ne, ich würde es halt schön finden. So ein klarer Cut, dass man sagt, so, jetzt ist Schluss mit Stone of Hearts und beim nächsten Mal Blood and Wine. Aber es hat sich jetzt heute so nicht ergeben, so wie es aussieht. Also, lassen wir es. Drama Queen schreit da rum, weil wir mit dem Boot ein bisschen an Sand anecken. Also wirklich, Geralt. Ne, wenn er kurz irgendwie einen halben Meter runterspringt, ist er halb tot. Wenn sein Bötchen irgendwo auf Sand, auf Grund läuft, so ein bisschen, macht er gleich so, ich spüre deinen Schmerz, Bötchen. Er ist sehr sensibel. Für so einen Hexer. Okay. Jetzt gehe ich nochmal alles durch, weil ich dachte wirklich, da wäre noch eine Blood and Heart of Stone Quest. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wären alle anderen Quests... Ja, gut, okay. Passt. Oh, die fehlgeschlagenen Quests. Ich will da gar nicht reinschauen. Ah, wir haben eine fehlgeschlagene Heart of Stone Quest. Schade, aber vielleicht ist es die. Ich hätte Shani... Ich glaube, ich habe Shanis Love Story auch vermasselt, ne? Naja, mit den Love Stories in Witcher habe ich es nicht so. Jo, Blood and Wine. Willkommen. Ich tue halt immer gefühlt das, was am besten für alle Beteiligten ist. Und das sind selten die Love-Story-Optionen, habe ich das Gefühl. Das ist immer nur das, was am besten für Geralt wäre. Aber so einen Geralt spiele ich nicht. Mein Geralt ist selbstlos. Ein wahrer Held. Ein Robin Hood, der den nilfgaardischen Besatzern die letzten
Münzen aus der Tasche zieht, um sie dann den Arm zu schenken und kostenlos für die irgendwelche Monster zu töten. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Die Monster, die weder noch teilweise, also ich mach die, im Grunde mache ich Teile von denen zu Tränken und dann schlucke ich sie ganz runter. Kind. Geralt von Riva. Ha, setz dich zu uns, Hexer. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac Peyron und Palmerin de Longfort. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ihr habt mir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. So, so. Dann kümmert euch mal um die Tonichtgute. Aber ich kann euch helfen, stimmt eigentlich? Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich, dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de L'Enfant, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen. Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zorn. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt? Und der andere den Furz abfackelt. Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten doch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee.
Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Bei Maya, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Geht, ihr Halunken! Die beiden mag ich irgendwie. Mein Gott, Pferdchen. So, danke. Das war der extra starke Superschlag, der mir selber Schaden macht, den ich gerade gemacht habe. Leider inszenatorisch ein bisschen lame, aber haut rein. Aber ich muss echt aufpassen, ich bringe mich dann ganz schön selber um. Okay, ich muss jetzt leider harte Schläge benutzen, auch wenn die mich töten. Aber den halt auch. Hey, Abstauber, das war mein Kill. Super, ey. Ja, das Schwert ist schon gut, aber dass ich mich damit selber umbringen kann, ist gefährlich. Wie viele Banditen sind denn das hier eigentlich? Aber nicht genug, auf jeden Fall. Nicht genug. Nee, der ist noch einer. Komm jetzt her. So, da Lärchen. Ah. Warum kommen Sie nicht heraus? Wir haben Sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Komm, Geralt. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Darf ich vorher noch looten? Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt, Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zur Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Na, aber hallo. Aber ich nehme natürlich trotzdem erstmal die optionalen Dialoge. Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt. Bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören, falls es eines ist. Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn.
Wie viele Opfer hat es gegeben? Zwei. Als die Herzogin vom Zweiten erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Sieht ganz nach Cthulhu aus. Wird dieser DLC, ist das so das Klischee von diesem adligen Renaissance-Vampir? Geht das so in die Richtung? Das Biest bedient sich schwarzer Magie. Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele. Aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug. Es geht in keine Falle und greift stets überraschend an. Wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen. Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also. Vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Alsdann, auf nach Toussaint! Nach Toussaint! Nach Toussaint! Wir könnten jetzt Schluss machen, aber da jetzt wahrscheinlich gleich wieder Cutscenes kommen und wir treffen die Herzogin und ganz viel Dialoge, bla 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 bla, und ich da immer ungern einen Cut drin habe, wo wir gerade so mitten in der Story sind, machen wir wieder eine Doppelfolge. Ich finde das gut, ich werde das öfter machen, wenn es gerade passt, ne, wenn unschöne Schnitte zwischen den Folgen wären, machen wir Doppelfolgen und manchmal auch Trippelfolgen. Triple Deluxe. Und dann gibt's halt morgen keine dafür. Oh, was für frisches Grün. Was für satte Farben. Bin ich ja gar nicht gewöhnt. Wer hätte gedacht, dass es in der Welt von Hexer nicht überall so abgefuckt kaputt ist. Toussaint, Land des Weins, Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Thank you.
Das ist meine Begrüßung. Nein! Ich habe mich verdrückt, oh Gott. Das war ein schmerzhaftes Verdrücken. So, jetzt kann's losgehen. Oh, der hat Reichweite, der ist schnell, der hat einen ziemlich großen Angriffsradius. Das ist crazy. Oh, ich muss mich echt ein bisschen zurückhalten. Ob wir den beruhigen können ein bisschen. Ja, sieht relativ immun aus dagegen, ne? Schade. Dann, ja, ist wohl hier Quen vermutlich die sinnvollste Option. Das war ganz neu, das Schutzschild, Mensch. Sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült.
Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralds Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Bradabam. Goliath besiegt. Schauen wir uns mal die Trophäe an, die uns Goliath hinterlassen hat. Vielleicht ist es ja tatsächlich mal wieder eine, die man ans Pferd hängen kann. 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Naja. Was haben wir aktuell eigentlich da? Chance auf Verstümmeln 10%. Das klingt irgendwie sinnvoller. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte verfügbar. Ich weiß nicht mehr, für was ich die ausgeben soll. Naja, doch. Für das da. Habe ich das ausgerüstet? Nee, habe ich nicht. Ich will es verbessern. Viereck. Drücke ich nicht Viereck? Spinne ich jetzt? Ah. So, jetzt haben wir das auf Stufe 5. Schnelle Angriffe haben jetzt einen Bluteffekt. Das ist schon gut. Vielleicht nehmen wir irgendwas anderes dafür raus. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 25%. Na, das ist aber schon sehr gut. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Drehangriff. Ja, Wirbel. Ja, dann weiß ich es aber nicht. Das ist jetzt echt blöd. Was haben wir denn noch ausgerüstet? Bewirkt proportional zur verbrauchten Ausdauer zusätzlichen Schaden, der gegnerische Verteidigung ignoriert und die Chance auf kritische Treffer. Das klingt alles gut. Sonst hätte ich es auch nicht ausgerüstet, ne? Jeder Adrenalinpunkt fügt der Chance auf sofortiges Töten zu. Das haben wir schon ab und zu gemacht auch. Wenn die Vitalität auf 0 sinkt, wird sie mit einem Bonus von 100% regeneriert. Ah, ich will nichts davon aufgeben. Verdammt. Vielleicht. Nee. Ich hasse das. Ich mag dieses Charaktersystem einfach nicht. Warum muss ich mich denn entscheiden? Warum kann denn das nicht einfach eine lineare Progression sein, indem ich alles habe, was ich freischalte? Warum muss ich denn Sachen aktivieren und dafür andere Sachen deaktivieren? Das gefällt mir nicht. Aber ich glaube tatsächlich... Naja, aber eigentlich... Ich kann nichts davon aufgeben. Ich will alles behalten. Ja, dann schmeiße ich meinetwegen das da raus. Aber es ärgert mich. Aber dafür haben wir jetzt die maximal gebufften, super krassen, leichten Angriffe. Aber es ärgert mich, das, was ich hier entscheiden muss. Schade, dass ich auf Konsole spiele, sonst gäbe es bestimmt Mods, die das aufheben. Weil es ärgert mich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ups. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wollte.
Irgendwie bringt hier alles 5% Angriffskraft. Es ist ganz egal. Na gut, okay. Weiter geht's. Ach, da steht ja Plötze. Ich wollte gerade Plötze rufen. Komm schon! Tapferer Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Okay, Mutationen und Großmeister-Hexer-Ausrüstung. In Blood and Wine kann sich Geralt weitere Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befass dich mit der Geschichte von Professor Moreau, um mehr über diese Mutationen zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexerausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser außergewöhnlichen Ausrüstung trägst. Du wirst die Investition in diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Es ist schon cool, was hier gleich für eine ganz andere Stimmung ist, ne? Nicht vom Krieg irgendwie versehrt hier. Die ritterliche Ausdrucksweise. Alles schön. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Geben wir mal ein bisschen Gas, Herr Ritter. Oh, Plätze! Puh. Oh mein Gott, Plätze, was machst du denn? Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben Sie was übersehen. Aha, da haben wir schon. Fußspuren. Beschlagene Stiefel. Diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Wir haben Besuch. Vorsicht. Aber Monsterprobleme haben die hier genauso. Was sind denn das? Das stachelige Erfund, ne? Ja, genau. Eher stachelige Verschlinger. Wow. Das ist ja mies. Sag mal, spinne ich jetzt? Ja, ich hab mich nur... Ich hab eigentlich genau das... Egal. Nekrophagen sind Nekrophagen. Und alle mögen das Feuer nicht. Sag mal, machst du dem eigentlich auch Schaden, befreundeter Ritter? Irgendwie nicht, oder? Ohne Geralt haben wir aufgeschmissen. Wie hat der Blutgeruch hergelockt? Suchen wir weiter. Eine gefährliche Abwandlung der Leichenverschlingerfresserhäuter. Nee, Faul. Wie heißen die? Faulhäuter? Irgendwie sowas. Nicht Verschlinger. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Auf jeden Fall eine gefährliche Abwandlung davon. So, wo waren wir stehen geblieben? Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten. So,
Bevor wir jetzt hier unsere Investigation aber fortführen, machen wir jetzt für heute wirklich Schluss mit dieser Doppelfolge The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. Die Einführung in den DLC ist jetzt quasi, glaube ich, vollendet. Jetzt geht's schon richtig los im Grunde. Jo, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt schon, ne, schon allein, wenn man sich diesen Screenshot hier anguckt, sieht gleich ganz anders aus, vom Gefühl her. Ich meine, gut, jetzt hier ist gerade ein Mordfall passiert und ein Monsterangriff, deswegen sieht hier genauso aus wie in Wieland fast das Gebiet um mich rum, aber im Hintergrund alles so mediterran und vor allem so intakt und schön und nicht total abgefuckt. Ich dachte wirklich, das ganze Witcher-Universum sieht so ein bisschen aus, weil ich meine, bei den, aber aufs Gellige ist zwar jetzt nicht gerade Krieg, aber so richtig Hochkultur ist bei denen auch nicht gerade los. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.